Die Gesundheitsämter haben heute 112 Neuinfektionen gemeldet. Davon verteilen sich 85 auf die vergangenen Tage. Im Vergleich zur Vorwoche liegt der Wert der Neuinfektionen erneut höher. Unverändert liegt die Zahl der Todesfälle in Hamburg aufgrund einer Corona-Erkrankung bei 241. Sie sehen hier die Entwicklung der Zahlen in den vergangenen Monaten und erkennen, dass auch in Hamburg die Infektionszahlen steigen. Nicht so stark wie in anderen Metropolen, aber es zeigt sich, dass wir sehr vorsichtig sein müssen. Das verdeutlicht auch die Inzidenz, die heute bei 32,3 liegt. Das ist noch unter 35. Andere Metropolen liegen bereits darüber. Und es liegt auch deutlich unter 50 der bekannten Obergrenze. Mit der Inzidenz wird angegeben, wie viele neue Infektionen innerhalb der letzten 7 Tage aufgetreten sind. Damit der Wert vergleichbar ist, wird er relativ pro 100.000 Einwohner berechnet. Nach wie vor infizieren sich vor allem Menschen in den Altersgruppen 20 bis 40, wie Sie dieser Übersicht entnehmen können. Der Schulbehörde, um das hier auch mit zu erwähnen, lagen am vergangenen Freitag folgende Informationen vor. Insgesamt gab es 149 Infektionen von Menschen aus dem schulischen Kontext an 70 Schulen. Davon 120, also 0,048% aller Schülerinnen und Schüler, sowie 29, also 0,145% aller Schulbeschäftigten. Die Hamburger Gesundheitsämter können die Infektionsketten mit akribischer Arbeit noch gut nachverfolgen. Und sie informieren Kontaktpersonen, damit diese einen Corona-Test machen können, sofern sie Symptome haben. Nach den bisherigen Erkenntnissen der für Gesundheit zuständigen Sozialbehörde stecken sich Menschen vor allem bei privaten Feierlichkeiten an, ob zu Hause oder in Bars und Kneipen. Insbesondere wenn Alkohol getrunken wird, halten sie sich weder an die Abstandsregel noch an die Maskenpflicht. Daher gilt weiterhin der Appell des Senats: Halten Sie sich an die Regeln, denn nur so können wir Infektionsketten vermeiden. Außerdem füllen Sie die Kontaktbögen sorgfältig und korrekt aus, damit Sie im Fall der Fälle vom Gesundheitsamt über eine mögliche Infektion informiert werden können. Wer falsche Kontaktangaben macht, muss seit dem 3. Oktober in Hamburg mit einem Bußgeld von 150 € rechnen und Gastwirte, die offensichtlich falsche Angaben akzeptieren, droht ein Bußgeld von 500 bis 1.000 €. Die Polizei und die Gesundheitsämter machen unangekündigte Kontrollen in der Stadt, auch außerhalb der Schanze und abseits des Kiez. So viel zum Bericht in dieser Woche.